Wie ist es bei dir, wenn du quasi außerhalb von deiner Flugreichweite bist? Was passiert dann? Dann zeigt er mir erstmal, dass das Signal sehr, sehr schwach ist. Und dann fängt auch das Bild, also das Empfangsbild, an zu stocken. Hast du es schon mal getestet, wie weit du wirklich wegkommst? Willst du es jetzt einmal testen? Wollen wir das jetzt mal testen? Ich fände es auf jeden Fall mal zumindest... auch interessant. Ohne dass natürlich sie abstürzt. Ich wäre bereit. Okay, dann leg los. Ich teste jetzt mal, wie weit die Drohne denn kommt. Okay, man sieht sie. Ich schau mal, ob ich sie noch... man sieht sie sogar auf dem Video, tatsächlich. Okay, man sieht sie nicht mehr, kann ich wieder auf dich gehen? Habe ich teilweise Aussetzer. Bildschirm vielleicht, wenn ich mal näher dran komme, sieht man das vielleicht auch. Hier habe ich die Akkuanzeige, da sieht man dann... Oh, jetzt habe ich wieder ein Bild, glaube ich. Und dann kann ich hier über die Knüppel quasi hochsteigen, drehen. Und eigentlich alles übers Handy steuern. Ah, okay. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich versuch's mal wieder zurückzuholen. Genau, weil ich habe tatsächlich ein Standbild. Aber die Meteranzeige, die bewegt sich. Das heißt, wir haben noch Kontakt zur Drohne. Nicht, dass sie blind in irgendeine Richtung fliegt. Ah, ich habe wieder ein Bild, okay. Ich guck mal wieder zurück. Da ist sie. Man hört sie jetzt auch schon wieder, ne? Ja. Ist auch, dafür ist sie so klein, ist auch, also nicht laut, aber zumindest hört man sie. Wie so eine laute, genau. Was sagt jetzt dein Akku noch, oder? Ich habe noch ungefähr 70%. Okay, aber wir können es quasi nicht abschätzen, wie weit sie weg ist, oder? Das ist schwierig, ja. Aber, na, sie war ungefähr hinter dem, ich würde mal sagen, auch so, also 100 Meter auf jeden Fall. Weil das war schon der Weg vorne ungefähr. Ja. Okay, ihr habt jetzt ein paar Eindrücke gesehen, sag mal im groben Vergleich, was die beiden Drohnen so können oder wie man sie ein bisschen vergleichen kann. Ist natürlich immer noch mit einem halb ernsthaften Auge zu betrachten, sage ich mal. Ich meine, der Preisunterschied gibt schon irgendwie klar an, dass es nicht dieselbe Liga ist auf jeden Fall. Was jetzt vielleicht noch ganz interessant ist oder was auch ich so gesehen interessant an der Tello finde, wie sich der praktische Einsatz quasi zeigt. Also wo du sagst, okay, wegen diesem Zweck zum Beispiel wollte ich sie auch oder auch tatsächlich diese Aufnahmen machst du damit. Vielleicht kannst du kurz erzählen oder auch mit Leuten, was so deine Erfahrung ist. Meine Erfahrungen sind eigentlich sehr positiv. Ich war auch schon mal campen, hab sie dabei gehabt. Kenn ich sogar das Video. Genau. War ich auf dem Campingplatz und da war es kein Problem, die Drohne einfach fliegen zu lassen, weil es hat die Leute auch nicht verschreckt, das hat sie nicht genervt, weil sie halt wirklich sehr klein ist, macht kaum Geräusche und fällt auch nicht wirklich auf. Sie startet sehr schnell, man kann sich einfach irgendwo hinstellen, Handy anmachen, man muss natürlich das Handy dabei haben, aber dann kann man sehr schnell einfach mal so schöne Aufnahmen tätigen und muss jetzt nicht irgendwie groß irgendwelche Sachen beachten, weil die brauchst A, keine Plakette oder irgendwelche Rechte und da denke ich mal, fällt es einem leichter. Gibt es irgendwas speziell, wenn du sagst, also nimmst du sie jetzt auf deine Rollerausflüge auch wirklich mit jedes Mal? Ich habe sie tatsächlich meistens dabei, weil du kannst sie einfach ins Helmfach reintun, nimmt keinen Platz weg und wenn du sagst, okay, hier sieht es gerade schön aus. Aber machst du dann lieber quasi tatsächlich Fotos oder mehr Videos zum Beispiel? Oder sagst du, ich mache jetzt wirklich mir die Mühe und keine Ahnung, stelle ich mir mit dem Roller hin und fliege einmal um mich herum, um mich zu filmen oder... Das mache ich selten. Also ich mache tatsächlich von der Landschaft mal einen Schwenk oder ich steige auf oder fliege langsam einen Weg entlang, um einfach so einen ein bisschen Cinematic-artigen Flug zu erstellen für Instagram oder für YouTube. Die Fotoqualität ist tatsächlich sehr gut, auch viel besser als die Bildqualität tatsächlich. Die Farben sind jetzt nicht so satt, aber für Instagram reicht es voll aus. Und da ist es einfach schön, eine Drohne dabei zu haben. Und wenn du gerade mal wie hier oder wo auch immer eine schöne Location hast, kannst du dich hinstellen, Handy an, Drohne an, Foto machen und das ist einfach super einfach. Und für den Preis ist es, wie gesagt, enorm gut. Hast eine gute, akzeptable Videoqualität, eine bessere Fotoqualität und deswegen, ja. Okay. Was hat dich denn dazu gebracht, jetzt deine Drohne anzuschaffen oder was sind deine Vorteile, die du in der Drohne siehst oder für welchen Zweck setzt du sie denn eigentlich ein? Also tatsächlich habe ich sie jetzt inzwischen immer dabei, wenn ich mit dem Motorrad zum Beispiel eine ganze Tagestour fahre. Jetzt im Sommer hatte ich noch keine andere Gelegenheit, sag ich mal, weil ich entweder Motorrad fahre oder es regnet, so gesehen habe ich sie eigentlich immer nur zum Motorradfahren bisher benutzt. Und ich mache eigentlich die Mischung, also ich mache sowohl viele Fotos, wie gesagt, ich finde diese von oben Perspektive ganz geil, deswegen, wenn ich einen Wald habe oder irgendwie Straßen oder sowas, wo es sich anbietet, dann mache ich gerne diese von oben Fotos.
Videos ist es dann eigentlich so, dass ich auch sage, ich nehme so als Schnittbilder für die YouTube zum Beispiel, dass ich irgendwo vorbeifliege an der Straße entlang. Ich habe zum Beispiel diese Fahraufnahmen, dass ich jemanden tracke oder mich selber oder Freunde mit dem Motorrad hinterherfahren, auch nicht so oft gemacht, weil es auch die Übung braucht, das immer einzurichten und auch die Leute natürlich die Zeit brauchen und sagen, okay, wir bleiben stehen, du fliegst mit der Drohne hinterher. Das ist so eine Sache. Und sonst aber, wie gesagt, eigentlich viel rumfliegen, gucken, Bilder machen. Also meine Erfahrung mit den Leuten war bisher so halb. Ich versuche tatsächlich, wenn ich weiß, jetzt sind viele Leute da, nicht zu fliegen. Ich war neulich mal am Sommerberg und da waren ewig viele Mountainbiker und Fußgänger. Da dachte ich mir, okay, weil ich selber teilweise das störend finde, wenn andere Drohne fliegen und man will hier einfach nur seine Ruhe haben. Deswegen fliege ich dann zum Beispiel da nicht in so einem Fall. Sonst, wo ich unterwegs war, gestern zum Beispiel auf dem Rossfeld, waren Autofahrer oder Fußgänger, die haben es gesehen, haben interessiert geguckt, aber nichts gesagt. Das heißt, ich habe bisher noch keine negative Erfahrung gemacht. Aber wie gesagt, ich achte doch darauf, dass ich nicht unbedingt dort hochgehe, wo viele Leute sind. Genau. Das ist halt auch der Vorteil von der Reichweite. Man kann um eine Ecke fahren, stellt sich hin und fliegt quasi den ganzen Weg wieder zurück. Das heißt, dann sehen die Leute eventuell die Drohne, aber keiner hat Ahnung, wo sie herkommt. Und ich sag mal, man ist schneiderfrei. Genau. Das ist eigentlich so das Hauptding. Ich hoffe jetzt, dass ich in Zukunft öfters mal diese Tracking-Funktion benutzen kann und mich selber quasi auf meinen Touren, gerade wenn ich dann übers Wochenende weg bin, mich verfolgen lassen kann auf irgendwelchen Passstraßen oder sowas. Und einfach, ich finde diese Drohnenperspektive hammergeil. Wie gesagt, dieses von oben oder wenn man halt irgendeine Straße aus einem anderen Blickwinkel sehen kann, es ist einfach was ganz Einmaliges. Was ich auch gelernt habe, man muss tatsächlich für sowohl die Videos als auch für die Fotos noch ein bisschen das Fotografieren anders lernen. Es ist halt nicht nur ein Foto von oben schaut cooler, sondern man muss schon so gucken, wie stehe ich wirklich, habe ich irgendwie vielleicht einen Vorder-Hintergrund. Und diese Gestaltung quasi mit der Drohne macht schon noch ein bisschen was aus, was man üben muss. Aber ich habe noch die ganze Jahre noch mehr vor mir so gesehen, kommt das glaube ich ganz gut hin. Ja, das war es jetzt von unserem etwas besonderem Test von den beiden Drohnen, von der DJI Mavic Pro 2 und der Ryzen Tello. Wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, man kann die beiden Drohnen natürlich eigentlich nicht vergleichen. Ist natürlich trotzdem irgendwie witzig, so einfach mal einen Vergleich zu ziehen zwischen, ich sag jetzt mal, einer halbwegs professionellen Drohne und einer Einsteigerdrohne. Ja, was ist unser Fazit? Wie würdest du es? Ich würde sagen, unser Fazit ist, dass man für den Einstieg, wenn man gerade anfängt mit Drohnen zu fliegen, ist die Tello-Drohne wirklich perfekt. Kann man gute Fotos mitmachen, gute Bilder mitmachen. Wenn man sich allerdings dann überlegt, ja, ich gebe jetzt ein bisschen mehr Geld aus, ich möchte was Professionelleres haben, möchte bessere Bilder machen, mehr Funktionen, dann sollte man sich vielleicht überlegen, doch zum Mavic genau zu greifen. Und ob es dann tatsächlich für den Anfang die Zweier, die Zoom oder die Einser ist, sag ich mal, ist dann wiederum wurscht, aber von der Größe klar. So Sachen wie Reichweite zum Beispiel, das sind ja glaube ich so auch so die Hauptdinge, die sie unterscheidet, Reichweite und vielleicht Videoauflösung. Genau. Aber ich meine, so sonst zum ersten Fliegen, sie liegt super in der Luft, dafür, dass sie so klein ist. Also ich dachte echt, man nimmt es in echt nicht so wahr, auch wenn wir sie jetzt so nebeneinander halten, aber die ist echt super, ist echt klein. Klar, nee, wir machen natürlich die Rotoren ein bisschen die Größe aus, ja. Aber ist schon faszinierend, was man in so ein kleines Gehäuse an so guter Technik steckt. Genau. Wenn jeder von uns kennt wahrscheinlich diese kleinen Helikopter, die man früher mal im Zimmer hatte. Genau. Wenn man das halt vergleicht, die auch so gesehen von der Größe hinkommen, die waren richtig kacke. War richtig kacke, ist sofort abgestürzt. Und dieses geflogen. Ding fliegt sich echt für so eine Größe echt super gut. Ja. Steht auch stabil in der Luft, ohne was zu tun. Also das ist, zum Einstieg ist das perfekt und die Technik, die da drin ist, kann sich sehen lassen. Genau. Falls ihr noch Fragen habt, natürlich kommentiert das Video, lasst ein Abo da, ein Like. Ich freue mich, dass es heute geklappt hat mit dem Video. Ich bin auch sehr gefreut. Und ich denke mal, wir sehen uns bestimmt mal wieder in einem weiteren Video. Dann macht's gut und ciao.